Das heutige Thema war unausweichlich, denn in bisher jeder unserer Folgen fiel irgendwann zu irgendeinem Buch der Satz, wurde bereits verfilmt. Und klar sind natürlich Bestseller geradezu prädestiniert, um auf die große Leinwand gebracht zu werden, denn der Erfolg lässt sich ja gern wiederholen. Aber wie oft ging es euch schon so, dass ihr einen Film gefühlt auch schon 10-mal, 100-mal angeschaut habt und erst dann irgendwann erfahren habt, ist eine Buchverfilmung? So, und genau darum geht es heute in unserer vierten Folge: Buchadaptionen, von denen niemand wusste und niemand weiß oder erst viel später erfahren hat, dass es sich um eine Buchverfilmung handelt. Willkommen zur neuen Folge. Mal auch an Alina und Jan, mit denen ich immer über das Thema reden und diskutieren möchte. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an, und zwar damit, wie es überhaupt sein kann, dass man es nicht mitbekommt, dass Filme, die man soeben angeschaut hat oder schon zigmal angeschaut hat, eine Buchvorlage haben. Also, weil meines Wissens, also man ist ja immer eine Info zu finden, dass am Anfang im Vorspann irgendwie im Film dann quasi erwähnt wird, basierend auf einer wahren Geschichte, auf einem Buch, oder im Abspann kommt dann irgendwann die Information. Und genau, wie kann das sein, dass man sowas nicht realisiert oder mitbekommt? Und da frage ich doch gleich mal in die Runde, ob ihr da Theorien habt und auch, ob ihr, welche Filme euch direkt einfallen würden diesbezüglich. Ich würde sagen, es hängt sehr stark mit dem vorherigen Erfolg von dem Buch zusammen. Ich meine, klar, wie du schon erwähnt hast, Bestseller, die verfilmt werden, ich glaube, das ist eine andere Geschichte. Ne? Ich denke, wenn wir zum Beispiel von Herr der Ringe zum Beispiel reden, fällt mir jetzt spontan ein oder so. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, denen nicht klar war, dass es vorher ein Buch ist, auch wenn es ja noch nicht diesen Hype vorher gegeben hat, bevor die Filme entstanden sind. Aber auf jeden Fall eins von den Büchern, was ich später vorstelle, ist eben so ein Fall, wo ein komplett unbekanntes Buch verfilmt worden ist, das auch bis dahin noch gar nicht ins Deutsche übersetzt gewesen war. Und also ich glaube, das spielt da einfach eine ganz große Rolle. War das Buch vorher ein Bestseller oder ja, es wurde das Buch eben erst durch die Verfilmung bekannt. Also Bücher werden halt auch einfach nicht so krass beworben wie Filme, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also selbst unbekannte Filme sind meistens präsenter als oder oft präsenter als bekannte Bücher. Ja, da gebe ich dir recht, das ist tatsächlich so. Also, da lässt sich nicht drüber streiten. Jan, hast du denn ein Beispiel oder einen Grund, warum wie das sein kann? Nee, mir fällt das gar nicht wirklich ein Beispiel. Also ich meine, ich merke halt einfach bei mir, dass ich halt seltenst, oder ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel dafür ein, dass ich praktisch erst das Buch gelesen habe und dann willentlich praktisch, also dann gesagt habe, okay, es gibt jetzt eine Verfilmung, jetzt schaue ich den Film. Sondern es war meistens immer anders. Ich habe einen Film geschaut und habe mich halt im Nachhinein über den Film informiert. Man macht das ja auch nur bei Filmen, die einen interessieren. Also manchmal schaut man einen Film und denkt sich, okay, war nett. Und manchmal liest man sich nachher im Internet nochmal auf Wikipedia oder sonst wo alles so ein bisschen durch. Und dann sieht man, basiert auf dem Buch, wie auch immer. Und dann war es schon öfter so, dass ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt kaufe ich mir das Buch, eben weil mich der Film so interessiert hat oder ich den so gut fand. Ja, und sonst ist es, glaube ich, auch wirklich so, dass es dran liegt, dass die Bücher halt nicht so beworben werden wie Filme und dass es dann nicht auffällt. Oder dass halt wirklich auch teilweise Bücher als Vorlage, Alina hat zum Beispiel da, glaube ich, ein Beispiel, die vorher gar nicht so bekannt waren oder von denen man vorher einfach nur vielleicht Fans dann gewusst haben, wenn überhaupt. Ja, also bei mir war das zum Beispiel, also mir ist bewusst geworden, dass es vor allem Filme sind, die ich in jüngeren Jahren geschaut habe, wo der Vorspann mich halt nicht interessiert hat oder wo ich halt nicht gelesen habe. Also da fällt mir als allererstes, fällt mir direkt ein, Jurassic Park, also eigentlich Dino Park. Das habe ich erst viel später realisiert, dass es eine Buchverfilmung ist. Das gleiche bei Blade Runner, Fear and Loathing in Las Vegas, Fight Club, da, also, da war ich ein bisschen älter, ja, da war ich kein Kind mehr. Aber das waren so Filme, die ich halt angeschaut habe, die ich gut fand, aber wo ich halt einfach nicht wusste oder einfach noch zu jung war und den irgendwie Vorspann mich nicht interessiert hat. Ich habe halt nicht geschnallt, auf gut Deutsch, dass das eine Buchverfilmung war. Und die andere Kategorie sind Filme, die so alt sind, um es jetzt mal zu formulieren, wo
wo man halt irgendwie überhaupt keinen Bezug dazu hat oder dass man überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass es ein Buch sein kann. Zumindest ging es mir so als Jugendlicher. Also zum Beispiel Psycho, Exorzist, Der weiße Hai, alles Bücher ursprünglich. Aber die Filme sind halt irgendwann in den 60ern, 70ern entstanden und irgendwie ist das dann halt an mir zumindest vorbeigegangen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob damals auch, muss ja eigentlich in dem Vorspann irgendwo festgehalten worden sein, dass es sich um Buchverfilmung handelt. Aber habe ich halt so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also selbst heute noch, also bei der Recherche nochmal zu diesem Thema, habe ich manchmal gut gestaunt, als mir dann so ein paar ins Auge gesprungen sind, ein paar Filme, wo ich dachte, ah, okay, nur schon eben zigmal gesehen und ein Klassiker und trotzdem überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und weiter geht es ja zum Beispiel auch mit sowas hier. Der Pate, also hier die Originalausgabe, wohlgemerkt hier. Oder Einer flog übers Kuckucksnest. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, tatsächlich. Also was man da schon eher weiß, sind so, also eben bei moderneren Filmen, da kriege ich es dann mit. Also die ganze Hannibal Lecter-Reihe, Roter Drache, Schweigen der Lämmer, das wusste ich dann. Also da war ich dann quasi, ich weiß nicht, alt genug oder habe es dann irgendwie realisiert, habe ich auch ein paar Vorspann geachtet, eben so Sachen. Aber eben bei Sachen, die ich als Kind, Jugendlicher gesehen habe oder die Filme, die halt dann etwas älter sind, die sind irgendwie an mir vorbei. Und ich meine, die Liste ist ja elends lang an Büchern, die verfilmt worden sind tatsächlich. Also gefühlt mittlerweile jedes irgendwann mal. Also auch sowas wie, selbst Gangs of New York ist, und ja, der Director's Cut ist ein Klassiker. Das streite ich jetzt gar mit euch, wenn ihr möchtet, mit irgendjemandem, mit jedem, das ist mir egal. Aber genau, eben selbst der Film hatte eine Vorlage. Also es gibt auch, fallen aber auch viele Autoren und Autorinnen, die wirklich exzessiv verfilmt wurden. Also zum Beispiel ein Haufen Bücher von Patricia Highsmith sind verfilmt worden, Michael Crichton, also da ist hier Jurassic Park zum Beispiel, Philip K. Dick, habe ich mit Blade Runner schon genannt, Stephen King, kennen wir alle, oder Agatha Christie, kennt auch jeder. Und da weiß auch jeder, das sind die ganzen Krimi-Romane, aber da gibt es unzählige Verfilmung und gleichzeitig fand ich es interessant, dann herauszufinden, dass es auch Star-Regisseure gibt, die sich aber quasi komplett auf Buchvorlagen gestützt haben. Also da gibt es zum Beispiel den berühmten Stanley Kubrick, der nur 13 Filme gedreht hat in seinem Leben, von dem 11 auf Büchern basieren. Also nur die ersten beiden Low-Budget-Produktionen, mit denen er quasi bekannt geworden ist, hat er selbst Drehbuch geschrieben oder mit jemandem zusammen, weiß nicht mehr ganz auswendig. Aber alle anderen, die darauf gefolgt sind, hatten mindestens ein Buch als Vorlage. Und da dachte ich auch, okay, also das ist ja auch interessant, dass sich manche Regisseure wirklich quasi vollständig auf Bücher konzentrieren oder die als Grundlage nehmen. Also es gar nicht auf ein Drehbuch selber schreiben oder mit jemandem zusammenarbeiten, sondern wirklich halt schon Bücher nehmen, die auch bekannt sind. Also Stephen King, also hier Shining, ist ja ein bekanntes Buch. Das gleiche gilt auch für Clockwork Orange, war auch schon ein bekanntes Buch. Die Filme haben es quasi noch bekannter gemacht, auch wenn beide Autoren wohl nicht sonderlich begeistert von der Umsetzung waren. Was mich bis heute irritiert. Ja, tatsächlich mich auch. Also ich finde die Bücher gut, ich finde aber auch die Filme gut. Also deswegen da bin ich tatsächlich irritiert. Also es gibt Schlimmeres, als von Stanley Kubrick verfilmt zu werden, würde ich mal behaupten. Aber okay. Auf jeden Fall. Und es gibt definitiv auch unter den King-Verfilmungen wesentlich schlechtere als Shining. Oh, ja. Sehr viel schlechtere, wenn es deswegen ist. Also nee, also das hat mich immer irritiert, aber ich fand es echt interessant, wie viele, selbst so modernere, also auch hier, was wir auch letztens in unserem Lesetipp hatten, in der Sommerpause, Der Strand, The Beach, verfilmt mit DiCaprio, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Das kam ja erst irgendwann mal vor 2-3 Jahren, bin ich mal drüber gestolpert und habe mir das Buch dann auch umgehend zugelegt. Ja, also das wusste ich vorher auch nicht, muss ich zugeben. Das habe ich auch wirklich erst jetzt mit einer Rezension geschnallt. Das meine ich, also selbst Bekannte, also die Beach war jetzt nicht der Mordserfolg, aber schon recht bekannt einfach. Vor allem halt auch sehr hochkarätig besetzt und alles, also ja, eben genau, halt das der untergegangen wäre. Ja, und das ist auch so eine Sache, die ich bei Buchverfilmungen interessant finde, die Besetzung tatsächlich, weil
ich weiß nicht, bei Bestsellern kann man davon ausgehen, dass irgendwie bekannte Leute da quasi prädestiniert sind oder eh schon in der Vorauswahl sind. Interessanter finde ich es halt bei unbekannteren Büchern, die dann doch den Weg auf die Leinwand finden. Und da hat man halt, glaube ich, als Regisseur aber auch ein bisschen mehr, was heißt Freiheit, was man hat, vielleicht nicht ganz den Druck vom Produktionsfirma etc., dass man halt jetzt irgendwelche Stars besetzen muss, weil es halt ein Bestseller war, weil es Erfolg werden muss, dass man mehr Freiheiten hat. Also ganz schön fand ich, jetzt habe ich das Buch wieder verlegt, aber der Jan hat das Buch doch irgendwo bei sich liegen. Da kann er uns doch sicher was dazu erzählen. Palo Alto. Tatsächlich habe ich es jetzt nicht mehr bei mir liegen. Warte mal, irgendwo in meinem... Ist schon da, Inek. Ah, wir haben es alle dran. Ich habe es nämlich auch gerade, also ich habe ja die englische Ausgabe. Und das ist vor allem von James Franco und den kennen ja eigentlich alle immer nur aus diesen Kifferkomödien. Und die wenigsten haben, glaube ich, auf dem Schirm, dass der gute Mann einen, ich meine sogar Doktortitel hat mittlerweile in Literaturwissenschaften. Er führt auch Regie, also Palo Alto hat er nicht nur das Buch hier geschrieben, die Vorlage sozusagen, dass das meiner Meinung nach eine grandiose Coming-of-Age-Geschichte ist. Und da weiß ich, da stimmt mir der Jan auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall. Er hat auch Regie geführt bei dem Film. Und der ist super. Er hat vorher, glaube ich, mitgespielt in dem Film, oder? Ja, doch, er hat auch eine kleine Rolle. Er spielt mit dem Sportlehrer. Spielt er da, ja. Also, das ist dann echt, das sind so Sachen, wo ich denke, so, schön, weil die ganzen anderen Schauspieler, die kannte ich nicht. Also, ich glaube, das eine Gesicht kam mir so ein bisschen bekannt vor von dem einen Mädel, aber damit hat es sich dann auch schon. Finde ich fast interessanter eigentlich als am Beste der Verfilmung auch tatsächlich. Also, A, ist man überrascht, uns herauszufinden, dass es ein Buch gibt. Und eben, man lernt auch neue Schauspieler kennen, die halt vielleicht auch perfekt auf die Rolle passen. Also, da gibt es ja leider oft dieses Thema, dieses Whitewashing, nennen wir es mal. Also, wird es auch genannt. Das war das bei welcher Film war das? Noah. Da wird ja dann, was Kurt, wie heißt der? Ah, so unglaublich. Ich und Namen jetzt. Der gute Mann von Russell Crowe. So. Der wurde dann als Noah engagiert. Und da gab es erstmal riesen Stress, weil, naja, passt ja nicht so ganz ethnisch, um es jetzt mal so zu formulieren. Das gleiche ist eine Verfilmung mit Portman. Der war letztens erst im Kino und letztes Jahr, vor 2 Jahren, da spielt sie auf jeden Fall mit einem Wissenschaftler, Science-Fiction-Film. Und im Buch ist es auf jeden Fall eine Asiatin, der Charakter. Und dann haben sie auch Natalie Portman dafür besetzt. Da ging es dann auch wieder los. Wobei das, sag ich, für die Handlung irrelevant ist. Aber ja, und das ist das Problem, was ich dann oft bei diesen, sag ich mal, erfolgreichen Bestseller-Verfilmungen sehe. Diesen Druck und diesen Zwang, wahrscheinlich auch irgendwie halt Stars zu besetzen, um zu garantieren, dass da zumindest eine Mindestanzahl an Menschen in diesen Film gehen. Und das beraubt dann vielleicht auch so ein bisschen, also vor allem für die Buchkenner und Buchleser, die Vorlage lieben und sich auch die eigenen Vorstellungen gemacht haben, wie die Charaktere aussehen, etc., dass die dann enttäuscht sind, wenn die dann halt ins Kino gehen und das passt halt vorne und hinten nicht auf gut Deutsch. Das ist nämlich auch das eins der Probleme, die ich sehe. Ich weiß nicht, wie seht ihr das da mit Bestseller-Verfilmungen beziehungsweise Vor- und Nachteile davon, wenn das Buch bekannt ist, nicht? Also ich glaube, dass da durchaus was Gutes passieren kann. Und jetzt muss ich mal eins von meinen Büchern in die Höhe halten, wie man es richtig macht auf jeden Fall. Das wäre nämlich bei diesem Buch, Der Teufel trägt Prada. Ich glaube nicht, dass ich wahnsinnig viel darüber erzählen muss, weil ich glaube, den Film wird fast jeder kennen mit Anne Hathaway und Meryl Streep in den Hauptrollen. Das Buch ist, glaube ich, aus dem Jahr 2000, schieß mich tot, 1, 2, 3, also auf jeden Fall Anfang der 2000er von Lauren Weisberger aus dem Amerikanischen von Regina Rawlinson und Martina Tichy. Und es geht darin eben um eine junge Frau, Andy, die eben als Assistentin bei einer Modezeitschrift anfängt, vor allem bei der sehr exzentrischen Herausgeberin. Und Andy wird in dem Film von Anne Hathaway eben verkörpert und die Herausgeberin von Meryl Streep. Und der Film weicht sehr stark von dem Buch ab.
muss ich sagen. Also das Buch war wirklich schon, meine ich, auch ein Bestseller. Also die Autorin hat selbst als Assistentin von Anna Wintour, der Herausgeberin der Vogue, gearbeitet. Und im Grunde ist dieses ganze Buch ein Racheakt in Anna Wintour, eine Abrechnung, muss man wirklich sagen. Also der Film ist ja immer noch so ein bisschen so heile Welt. Anne Hathaway ist total sympathisch und man kann ihr wirklich nicht böse sein. Meryl Streep ist großartig und man kann sich irgendwie mit sämtlichen Charakteren identifizieren auch. Also das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Und das Buch ist eigentlich das genaue Gegenteil. Also die Protagonistin ist nicht wirklich sympathisch, möchte man meinen. Es ist alles sehr viel bitterer als im Film und es gibt vor allem sehr viele Nebenhandlungen, die im Film ausgespart wurden. Also im Film wurden diverse Charaktere zusammengelegt, also einmal die beste Freundin von Andy und ihre Kollegin Emily, die sind im Film quasi zu einer Person verschmolzen, zu der Emily, und die beste Freundin spielt eigentlich gar keine große Rolle. Und in dem Buch ist es die beste Freundin, die extrem abstürzt, was dann eben auch zum Bruch zwischen Andy und ihrem Freund führt, der im Buch auch sehr viel sympathischer ist als im Film übrigens. Im Film ist er eine ziemliche Nervensäge. Er ist eigentlich ein total toxischer Pantoffelheld, der sich darüber aufregt, dass sie mal ein Jahr lang Karriere machen will. Und er ist eigentlich so ein bisschen so der private Antagonist, sage ich jetzt mal, der Andy sehr viel sympathischer dastehen lässt. Und also die beiden Hauptdarsteller gleichen auch optisch nicht den Figuren im Roman, ehrlich gesagt. Aber ich finde beides auf eine Art wirklich gut gemacht. Also sowohl den Roman, der natürlich sehr viel weiter ins Detail gehen kann und sehr viel mehr Handlungsstränge eröffnen kann, als auch eben diesen Film, der einfach von den beiden Hauptdarstellerinnen getragen wird, da kann man sagen, was man will, und von einigen Nebendarstellern. Also ich finde auch Emily Blunt und Stanley Tucci einfach genial in dem Film. Also da ist einfach keine Rolle falsch besetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, selbst wenn man das Buch gelesen hat und mit Erwartungen an den Film drangeht, wird man trotzdem nicht enttäuscht, weil es eben doch nicht so ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich kann ja schon folgen, ja. Jan, hast du noch was? Also da liegt die Verfilmung eigentlich durch die Unterschiede, sag ich jetzt mal. Also, da ist es wirklich, weil vielleicht auch einfach nicht zwingend versucht wurde, jetzt Darsteller zu finden, die hundertprozentig auf diese Buchcharaktere passen. Also wenn vielleicht einer von euch weiß, wie Anna Wintour aussieht, und also so ähnlich wird letzten Endes die Miranda Priestly im Buch auch beschrieben, ist sie eigentlich sehr klein und zart und zerbrechlich und aber gleichzeitig das Biest in Person, und Meryl Streep hat ja schon auch eine Erscheinung. Ja. Also die kommt in den Raum und sie ist da. Also ja, mit klein das passt und unscheinbar, nee, das passt nicht. Nee, das ist richtig. Nee, das auf jeden Fall nicht. Das lebt wirklich, wirklich einfach von einem Zusammenspiel von den Schauspielern, die ihre Rollen eben auch erfüllen, und zwar unabhängig von dem Buch. Genau. Wobei natürlich auch die Drehbuchschreiber großartige Arbeit dann da geleistet haben, um das zu verknappen. Ja, um nochmal kurz auf dieses, was Ina vorhin sagte, zurückzukommen, mit warum dann oft so das so groß. Ein Beispiel zum Beispiel ist mit Gatsby, die Verfilmung fand ich zum Beispiel nicht so, also hat mich nicht so angesprochen. Aber welche? Ich würde gerade fragen, die neue oder die alte? Die welche? Die neue mit Leonardo DiCaprio, genau, die meine ich jetzt. Ne? Und da liegt vielleicht an den eingeschränkten Gesichtsausdrücken von Tobey Maguire, oder? Ich glaube, der war richtig, zum Beispiel, aber man sieht halt auch, dass ein riesen Blockbuster draus gemacht wurde. Ne? Also es ist halt praktisch dann so ein Quotenfilm einfach, weil das Buch natürlich schon ein Klassiker ist, ja. Und dann ist es natürlich Vorlage für so einen Quotenfilm. Und das ist dann immer schwierig, denke ich. Also ob es einem halt dann gefällt oder nicht. Genau. Ja. Was haben wir hier für Beispiele, was jetzt so ein bisschen reingeht? Ich hätte zum Beispiel für einen relativ bekannten Film und auch relativ bekanntes Buch, ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder ob ihr es überhaupt lesen könnt, Ian McEwan, Abbitte, Atonement. Das Buch ist eins meiner Lieblingsbücher. Ich finde die Bücher von Ian McEwan generell sehr gut. Es wurden, glaube ich, also ich weiß auf jeden Fall, Am Stand ist auch ein Buch von ihm. Das wurde auch verfilmt mit Saoirse Ronan und vielleicht andere wahrscheinlich auch. Und dieses Buch ist ja dann doch relativ komplex, weil es halt, also es spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und hat einmal so einen Handlungsstrang eben auf diesem Landgut von dieser reichen Familie und dann einmal eben so einen Zeitsprung. Und
es geht so um verschiedene große Themen, Liebe, Tod, Trauer dann auch. Auch der eine ist ja dann praktisch als Soldat im Krieg und so weiter. Sie werden auseinandergerissen. Und das Ganze oder die Handlung basiert praktisch auf einem Missverständnis, das sich so am Anfang ergibt. Und aufgrund von diesem Missverständnis entwickeln sich dann verschiedene Probleme im Grunde, die dann praktisch alles so miteinander verknüpfen. Und ich fand den Film sehr gut gemacht, weil der, finde ich, visuell, also mich spricht halt oft so das Visuelle auch in Filmen an, wenn visuell super umgesetzt ist, so diese einmal in dieser ersten Handlung eben auf diesem Landgut, so diese drückende Sommeratmosphäre, wie man sie sich so vorstellt, die dort so herrscht. Und es ist natürlich auch mit Keira Knightley zum Beispiel top besetzt. Das ist ein Beispiel, ein positives Beispiel, finde ich, für einen wahrscheinlich sollte das schon ein Blockbuster oder ist es ein Blockbuster? Und das wäre jetzt ein positives Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Hab ich noch nicht gesehen. Also Blockbuster schon, aber im Rahmen des Genres halt. Ne? Das ist ja doch eher ein Drama und das ist halt nicht sowas wie eben Herr der Ringe, wo man halt ein Effektfeuerwerk abwerfen kann. Wobei Herr der Ringe interessanterweise ja, das machen zwar bekannte Schauspieler mit, aber eher, sag ich es mal, als Nebencharaktere. Also ich meine, McKellen und Christopher Lee, die waren damals schon bekannt, aber die ganzen Hauptcharaktere, Elijah Wood vielleicht gerade noch so, aber alle anderen Schauspieler kannte man ja quasi kaum. Oder Sean Bean auf jeden Fall. Ja, auch schon Austin auch, der Sam gespielt hat, der hat bei den Goonies mitgespielt. Also die kannte man zwar schon, aber die waren jetzt, sind jetzt keine, sag ich mal, Hollywood-Stars in dem Sinne. Also da ist jetzt kein Brad Pitt, DiCaprio dabei, in dem Sinne, wo man bei so einer Verfilmung durchaus hätte erwarten können. Da wurde aber tatsächlich eher auf Buchvorlage geachtet, dass das passt. Und, wobei auch da die Optik doch schon zum Teil sehr von den Buchbeschreibungen abweicht auch wieder. Ne? Also auch Optik können sie auf jeden Fall nicht gecastet haben. Ja, nee, nicht komplett, aber das ist, worauf ich hinaus wollte, bei visuell, was der Janne angesprochen hat. Ich meine, Film ist ja ein komplett anderes Medium, das ja de facto fast ausschließlich aufs Visuelle konzentriert ist. Klar, so Dialoge und auch andere Elemente, Musik etc., aber es ist ja doch, man schaut halt hin, man liest es halt nicht. Das heißt, dass Änderungen sind ja fast unausweichlich, also man kann halt nicht alles eins zu eins aus dem Buch wiedergeben. Es ist, also ich kann mich an eigentlich kein Buch erinnern, das dann im Film quasi exakt identisch war. Wie auch. Also es ist schwierig. Also jetzt, und da geht es ja schon los beim Casting. Da findet man halt vielleicht niemanden, der 100% perfekt so aussieht wie der Hauptcharakter, aber halt nah genug und passt halt dann schauspielerisch perfekt, weil er das umsetzen kann. Und da geht es dann ja schon so los, dass man so wieder Kompromisse macht, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und, ich denke, dass es auf jeden Fall wichtiger ist, wie der Schauspieler quasi die Rolle verkörpert, als wie er jetzt letztens ist. Vor allem, ich meine, an Optik kannst du natürlich auch noch ein bisschen arbeiten. Das finde ich jetzt auch interessant, dass sie da dann zum Beispiel bei Herr der Ringe drauf verzichtet haben, zum Beispiel Haare zu färben. Ja. Ich meine nämlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, aber ich glaube, Aragorn und Boromir sind, glaube ich, im Buch dunkelhaarig, ne? Oder dunkelhaariger zumindest als jetzt die beiden Schauspieler. Ja, Aragorn ist ja schon relativ dunkel. Also der Viggo Mortensen ist eigentlich, ich meine, etwas rötlich. Also von daher, da wurde schon... Also so ein strafenkulter Blond halt, ne? Aragorn ist schwarzhaarig. Ja, also im Buch. Also im Film. Findest du das schwarzhaarig? Das ist mehr so schmutzig braun, oder? Straßenköter Blond, ja. Also auch egal. Ja. Nee, aber tatsächlich, meine Änderungen sind ja unausweichlich und da habe ich halt, das ist immer nur die Frage, wie viel geändert wird, weil wenn man den Film ohne das Buch gelesen zu haben nicht mehr versteht oder nicht mehr folgen kann, weil da Lücken sind oder wieder was gekürzt worden ist, siehe Gangs of New York, den Original-Kinofassung, die kann man sich nicht anschauen, die ist grausig. Also Scorsese selbst hat gesagt, geht nicht ins Kino, kauft euch die DVD, da packe ich einen Director's Cut drauf. Ja, und der ist super, da versteht man alles und die Buchvorlage habe ich leider noch nicht gelesen, die steht noch aus. Weil ich den Film echt gut finde. Das Gleiche ist tatsächlich bei Sleepy Hollow. Weiß auch irgendwie niemand, dass es eine Buchverfilmung ist. Weil Buch ist übertrieben. Das ist eine winzig kleine Geschichte in so einer Geschichtensammlung, die geht vielleicht, ich habe keine Ahnung, und die ist auch anders. Also der Hauptdarsteller
der ist da eigentlich der der Dorflehrer, nicht irgendein Arzt, der da von außen kommt, um da einen Mord aufzuklären. Und der kopflose Reiter ist auch ein bisschen anders. Und da haben sie ganz viel geändert. Also aber auch, um das halt Hollywood-tauglich oder filmtauglich zu machen. Und ich finde, die haben es gut gemacht. Es wäre auch recht schnell zu Ende gewesen, wenn man sich jetzt rein auf die Washington-Erfüllung, glaube ich, ne? Davon mal abgesehen halt, ja. Also das wäre sehr kurz geworden. Aber da finde ich es dann wieder spannend, wie das dann Regisseure oder Drehbuchautoren, immer, die haben halt, die lesen was oder haben einen Input und haben eine Idee daraus und die basteln dann halt dann sowas Spannendes dann auch daraus. Ich fand Sleepy Hollow damals echt gut. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber der hat mich damals wirklich doch begeistert. Also gut, da war ich ein bisschen jünger, da war Action sowieso immer ganz gut. Aber er ist immer noch zum Begeistern auf jeden Fall. Ja, ich habe ihn nur nicht. Ah, okay. Also, ich meine, ich mag einfach auch Johnny Depp, also dem seine Rolle ist, die macht er super. Von daher, also das Gleiche auch in Fear Nothing in Las Vegas, wobei da ziemlich viel dran geblieben ist, aber auch da Johnny Depp, also grandios. Interessant fand ich auch, dass, also so allgemeines allgemein so in den letzten Jahren, dass Serien immer größer werden. Das finde ich halt auch interessant, dass das halt quasi auch Bücher als Serien umgesetzt werden. A, hat man ja viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Zeit, die Charaktere zu entwickeln, die Story aufzubauen, mehr reinzubringen, was man jetzt in einem 2-Stunden-Film halt nicht machen kann. Wenn das Buch halt 500 Seiten hat, dann wird es halt eng irgendwann. Und ich meine, eben so bekannte Sachen sind wie eben das schon erwähnte Game of Thrones, The Witcher, Good Omens, American Gods, super Bücher, super Serien, aber eben auch unbekannte Bücher, die dann als Serie rauskommen sind. Letztens erst Queen's Gambit. Habe ich jetzt nachgeholt. Grandios. Ich danke euch für den Tipp. Tatsächlich. Also, nachgeholt im Sinne von geschaut oder gelesen? Geschaut. Aber, okay, ich habe es auch nur geschaut. Ich habe es nicht gelesen. Ja, also ich fand die Serie jetzt gut, aber es ist mal so gut gemacht, dass ich wirklich schon am Suchen bin und am Überlegen, wann und ob ich mir dieses Buch holen soll. Das ist in den 70ern geschrieben worden ist oder sowas, ne? 80er. Ich schau mal eben nach, das ist auf jeden Fall schon älter. Ja, 83 und 73. Ich hab's nicht mehr ganz auf dem Schirm. 83. Eben. Also älter als übertrieben jetzt, aber ja. Aber da dachte ich auch, okay, da liegt halt ein Buch auch 40 Jahre quasi fast irgendwo im Bücherregal und wird dann als Serie verfilmt, als Miniserie, aber perfekt. Also auch Orange is the New Black ist auch eine Buchverfilmung. Also habe ich nie gesehen, aber da geht es um dieses Frauengefängnis da in Amerika, diese Handlung. Wusste ich auch nicht. Und für mich jetzt interessant, tatsächlich als Sinologe, die Reise nach Westen. Das ist nämlich ein chinesischer Klassiker aus dem 16. Jahrhundert. Der kommt jetzt irgendwie auf Netflix raus oder so, diese Serie. Ich habe noch nichts davon gesehen, kein Trailer, kein gar nichts, aber da war ich dann auch jetzt schon sehr Feuer und Flamme. Weil die Reise nach Westen kennt man hier in Europa halt auch nicht, wenn man jetzt nicht direkt mit China zu tun hat. Also in Asien oder in China selbst sowieso ist das halt eine Pflichtlektüre in der Schule, wenn man so will. Hier halt nicht. Deswegen, also das finde ich schöner an den Serien, dass eben halt oft eben auch wieder auch unbekanntere Schauspieler, die aber perfekt für die Rolle passen, aber auch schauspielerisch das umsetzen können. Und dass man halt viel mehr Zeit hat, das alles aufzubauen, die ganze Handlung unterzubringen. Es gibt einfach eben Bücher oder Buchreihen, das wäre halt unmöglich, selbst in 3 Filmen das zu machen. Also da immer noch Respekt vor Peter Jackson und Herr der Ringe. Für den Hobbit habe ich kein Verständnis, warum man das kleine Büchlein in 3 Filmen packen soll. Aber auch da wieder Hollywood, Geld wahrscheinlich. Ne? Wir brauchten eine Liebesgeschichte. Ja, so ungefähr. Unbedingt. Ich meine, es gibt auch Teile im Hobbit, die ich eigentlich ganz nett fand, die ergänzt wurden. Yeah. Zum Beispiel, dass Gandalfs Alleingänge in der Zwischenzeit gezeigt wurden, die ja in dem Buch selbst so nicht vorkommen, als er dann eben auf der Suche nach dem Nekromanten ist und solche Sachen und die Geschichten mit dem Weißen Rat. Das kommt, glaube ich, im Buch nicht so vor, weil das ja komplett eigentlich aus Bilbos Sicht geschildert wird und nimmt dadurch eben auch ein bisschen Platz ein in den Filmen. Also das mochte ich. Ja. Also da bin ich mir gar nicht mehr sicher, tatsächlich sind Weichen her, also immer die Alleingänge sind definitiv nicht im Buch enthalten, deswegen. Ja. Auch interessant ist beim Thema Buchadaption, dass das Ganze auch rückwärts möglich ist. Also das ist erst, also tatsächlich gefunden, dass es erst Filme gab, die dann zu einem Buch wurden. Und ich habe ja nämlich 2 rumfahren und ich war immer überzeugt davon, naja gut, das ist halt auch eine Buchverfilmung, aber nö, tatsächlich nicht. Das ist eine Filmverbuchung, wenn man so will. Der allererste Alien, das ist ein Film, den ich sehr schätze
Und das Buch habe ich damals dann auch direkt gekauft, immer, als ich gesehen habe, dass es das gibt, und war total begeistert, dass ich das jetzt auch als Buch nachlesen kann. Das ist auch ein Weilchen her. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, wie ich es fand. Also da muss ich 13, 14 gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber ja, das war dann so, okay, auch so rum. Und eins, das haben wir beide, Anina, ne? Ja. Ja. Hier, Club der Toten Dichter. Guck, mit unterschiedlichen Covern. Deins finde ich schöner. Ich habe auch wieder die Originalausgabe. Nee, keine Ahnung. Irgendwo, ja, gut, nein, aber auf Englisch auf jeden Fall, ja. Nee, das war Schullektüre tatsächlich. Das war eine Schullektüre von meinem Bruder. Habe ich mir unter den Nagel gerissen, was ich noch wollte. Also, man sieht, ja. Buchadaption ist ein riesengroßes Feld, und es gibt Filme, also die Liste der Filme, da kann man ewig weitermachen. American Psycho, was war's noch? Breakfast at Tiffany. Ja. Auch eine. Ja. Auch eine Buchverfilmung. Per Anatomie der Galaxis, auch wenn da die Bücher auch besser sind. Selbst Jackie Brown von Tarantino hat eine Buchvorlage. Da war ich baff, als ich das gelesen habe. Da, hier, genau, 007, bitteschön. Genau, James Bond hat komplett Buchvorlagen. Was denn noch? Shutter Island, I Am Legend. Hast du Shutter Island gelesen? Nein. Hast du es gelesen? Nein, weil das würde mich nicht interessieren. Das interessiert mich nicht, nicht mein Thema. Also, als Film zumindest. Ich muss sagen, weil ich liebe den Film, und ich habe mich aber gefragt, weil ja dieser Clou bei dem Film, ich denke, das kann man spoilern, der Film ist alt genug, in den Anagrammen der Namen liegt. Und ich frage mich, ob das in dem Buch so rüberkommt. Weil ich habe, also als ich den Film gesehen habe, hätte ich jetzt nicht rekonstruieren können, dass, warte, jetzt muss ich den Namen hinkriegen, Edward Daniels und Andrew Laddis die gleiche Person ist, weil ich nicht gewusst hätte, wie man Laddis schreibt. Und genauso bei Rachel Solanas und wie hieß nochmal die Frau? Dolores Chanel oder irgendwie so. Ne? Also Namen, wo man jetzt nicht genau weiß, okay, wie schreibt sich das jetzt? Also selbst wenn man jemand wie ich ist, der sehr buchstabenreich denkt und alles. Und dann habe ich mich gefragt, ob das so rüberkommt, ob das in dem Buch so rüberkommt. Weil das kann ich leider auch nicht sagen, aber ja, also das Buch würde mich jetzt mehr interessieren als der Film, obwohl das Scorsese-Film ist tatsächlich. Also. Ja, ich habe, also das habe ich mir überlegt, ob ich mir das Buch mal holen soll, weil es mich einfach interessiert. Ich meine, natürlich beim Lesen weiß man dann den Clou eh schon. Ja, aber da frage ich mich, ob das dann nicht schriftlich vorweggenommen wird. Ja, das müsste man mal recherchieren. Also, weil das wäre doch interessant, ja. Ja, aber eben die Buchverfilmung, die Liste, das ist dann für die Eltern und unter den Zuschauern Drachenzähne leicht gemacht. Das ist auch eine Buchverfilmung. Wusste ich auch nicht. Edge of Tomorrow, Minority Report, Percy Jackson, Unter Null, Total Recall. Es gibt auch noch Sonnenallee als deutschen Film, der, da, bitteschön, hervorragend. Habe ich hier zum Beispiel, genau. Der ist, also das ist ein Roman von Thomas Brussig, verfilmt von Leander Hausmann, 1999, also irgendwie denkt man immer, der Film wäre früher, jünger, aber 1999, und finde ich auch, ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Also spiegelt halt toll diese, ja, Zeit der DDR und so weiter, wie es da ist, wie es da gewesen ist, dort aufzuwachsen und so, wird halt natürlich auch auf eine gewisse witzige Art, sag ich jetzt mal, ist ja eine Komödie dann auch, aber toll abgebildet. Und da haben wir auch nachher dann, glaube ich, das Buch gekauft und kam so auch auf Thomas Brussig, der auch andere, zum Beispiel NVA ist auch ein Buch von ihm, das dann verfilmt wurde. Da gibt es ja auch, ja, immer, also er hat auch DDR-Themen, also Thomas Brussig. Und genau. Ja, ja. Weil NVA kenne ich jetzt auch wieder als Film, also ich habe nicht gesehen, aber in Sonderlese, ich habe früher im Kino gearbeitet, und Sonderlee war einer der ersten Filme, die wir hatten, als ich angefangen habe, da zu arbeiten. Deswegen ist es so hängen geblieben, ja. Und NVA, okay. Also Trailer kenne ich alle, so nach dem Motto, aber das ist halt Verfilmung. Ja, vor allem der Anspann dann in Sonderlee mit du hast den Farbfilm vergessen, das ist ja. Ja. Was haben wir noch vergessen? Dune gibt es auch noch, den habe ich auch noch da oben irgendwo das Buch im Regal stehen, wird jetzt auch neu verfilmt, da gab es schon mal. Neue Verfilmung, ja. September, ja. Auf September, ja, und da weißt du ja jetzt besser Bescheid, als jetzt Cinema. Tatsächlich, Mitte September kommt er jetzt wohl offenbar, ich habe das gerade nur gesehen, ja. Und der Trailer sieht auch sehr vielversprechend aus. Und, ja, tatsächlich, also die alte Verfilmung ist halt, ist irgendwie Kult geworden, aber geht so.
Wobei der Wüstenplanet ja auch eigentlich ein Erfolgsbuch war. Also das, also, aber heute kennt den, glaube ich, auch niemand mehr. Also deswegen, ja, es ist ein nicht endendes Thema. Deswegen machen wir jetzt auch mal Schluss. Wir überziehen eh schon wieder maßlos, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich spiegel nachher mal drauf. Wir haben sicher Bücher vergessen. Wenn irgendjemand noch was weiß, auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir vervollständigen die Liste gerne. Die Excel-Tabelle veröffentliche ich dann in 5 Jahren. Da kann sie niemand mehr öffnen, wenn die 300 Megabyte groß ist, mindestens. Sonst hoffen wir, es hat euch gefallen, Spaß gemacht. Ihr habt ein paar neue Bücher und Filme mitnehmen können für die Zukunft. Und wir sehen uns sehr bald wieder zu einer neuen Folge der 16 Minuten. Bis dann. Ciao. Ciao, bis bald. Ciao.